Ich verstehe es nicht. So. Schluss jetzt! Ich muss wohl ernst machen! Aber halt auch nichts machen, ne? Ich hab gesagt, Schluss! Hast du denn immer noch nicht genug? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht.
jetzt! Ich muss wohl ernst machen! Euch doch, ey, ihr Lappen. Ich hab dich gewartet. Alter, ihr Wichser, ihr Scheiße. Der nimmt doch gefühlt keinen Schaden. Alter, die haben sie doch voll reingeschissen.
viel zu viel Leben. Ich versteh's nicht. Schön, dass man dem nicht entkommen kann.
Das macht doch keinen Spaß. Unglaublich. Warum machen die sowas? Das ist doch kompletter Abfuck, ey. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, was die daran so geil finden. Und schon bist du gefangen.
mag den Boss überhaupt nicht. Garuda wäre beeindruckt. Ich bin noch ausgewichen. Was soll denn das für ein Mist?
Diesmal nicht. Ich nehme nichts zurück, was ich gesagt habe. Ich meine es genauso, wie ich es gesagt habe. Viel zu much. Was ein Rotz. Na, sieht ganz so aus, als wäre dein Wutanfall vorbei. Die hat da ihren Urgroßvater auf der Hand. Das ist weird. Alter, dieser Bosskampf, ey. Ich würde dem Kind so in die Fresse hauen. Wie niedlich du bist. Viel zu viel. Jetzt vielleicht. Habt ihr ihn vor ein paar Minuten gesehen? Clive, ich... Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Ist schon gut. Komm, besorgen wir ihm erstmal was Trockenes. Wir wollen ja nicht, dass das kleine Monster sich erkältet. Alter Schwede, leck mich am Arsch, ey.
Er ist endlich eingeschlafen. Der Arme hatte ja auch einen langen Tag. Da ist er nicht der Einzige. Und? Wie geht es jetzt weiter? Jetzt? Jetzt bringen wir endlich alles in Ordnung. Und wie? Wir werden Valeas all das geben, was ihm so lange verwehrt geblieben ist. Einen Ort, an dem er lernen und gedeihen kann. Eine Familie, die ihn liebt und beschützt. Und eines Tages, wenn die Wunden in seinem Herzen und seiner Seele geheilt sind, wird er selbst entscheiden, wie er den Rest seines Lebens verbringen möchte. Und bis dahin werde ich an seiner Seite sein. Was auch immer geschehen mag. Dann kann er sich glücklich schätzen. Nicht nur, weil die beste Kämpferin weit und breit ihm den Umgang mit der Streitaxt beibringen wird. Darauf kannst du wetten. Schula, die Bestie, die eure Heimat bedroht hat, ist gezähmt. Und das Kaiserreich, das euren Stamm verfolgt hat, ist gefallen. Wäre es nicht vielleicht an der Zeit, dass ihr den Schimmer eurer Vorfahren aufgebt und wieder euren Platz unter den Völkern Valisteas einnehmt? Ja, vielleicht. Wir haben ohnehin nicht genügend Kristalle, um die Illusion noch viel länger aufrechtzuerhalten. Aber sind wir wirklich nicht mehr in Gefahr? Ist die Welt bereit, uns so anzunehmen, wie wir sind? Mit allem, was wir denken und glauben? Wenn ich mich recht erinnere, zieht ihr es ebenfalls vor, weiter im Verborgenen zu bleiben, oder nicht? Das stimmt. Ihr werdet hier natürlich immer willkommen sein. Egal, wie wir uns entscheiden. Und ihr bei uns im Versteck. Schließlich sind wir jetzt Verbündete. Wenn ihr irgendetwas braucht, Vorräte, Ausrüstung und so weiter, könnt ihr euch jederzeit an uns wenden. Das ist sehr großzügig von euch. Aber mein Volk wird schon zurechtkommen. Das haben wir immer getan. Außerdem werdet ihr das alles sicher selbst gut gebrauchen können, wenn ihr wirklich die Welt retten wollt. So ein verfickt schwerer Boss. Ich fürchte, ein großer Teil von ihr ist schon nicht mehr zu retten. Aber was noch von ihr übrig ist, soll zu einer Welt werden, in der wir alle gleichberechtigt leben können. Das wäre doch der Mühe wert. Und es wird dort auch einen Platz für uns geben? Für Valeas? Für alle Menschen. Das schwöre ich. Dann werden wir warten, bis die Gezeiten euch wieder an unsere Ufer treiben. Doch. Ob jetzt wirklich alles gut wird? Für Valeas? Das wird sich zeigen. Aber es gibt sicher schlimmere Orte, an welchen man seine Kindheit verbringen könnte. Die Kinder des Wassers werden sich gut um ihn kümmern. Oben beim Zepter habe ich Ultimas Stimme gehört. Er hat Leviathan sein maßlos besudeltes Fragment genannt und verlangt, dass ich die Sünden tilge, die ihn so erniedrigt hatten. Tatsächlich? Valeas Vorfahren haben sich zweifellos schwer an ihm versündigt. Einen Säugling zum Erwachen zu zwingen. Und ihn in eingefrorener Zeit gefangen zu halten. So dass er nie erfährt, was es überhaupt bedeutet, zu leben. Doch ich bezweifle, dass es jene Verbrechen waren, die Ultima erzürnt haben.
Es dürfte vielmehr der Umstand gewesen sein, dass die Macht der Esper für einen anderen Zweck missbraucht wurde, als der, den er im Sinn hatte. Dadurch hielt er Leviathan vermutlich für eine Art Fehlentwicklung. Ob das der Grund ist, warum Ultima nicht die Absicht hatte, mich zu ihm zu führen? Aus Sorge, dass dieses besudelte Fragment auch seinen Leib auf irgendeine Weise verderben könnte? Möglicherweise. Oder er war schlicht der Auffassung, dass er keinen Bedarf an Leviathans Macht habe. Da sein Leib auch ohne dieses Fragment in der Lage sein würde, seinen Zweck zu erfüllen. Seinen Zweck? Es gibt einfach kein Entkommen. Selbst hier, versteckt in Mysidia, ist der Segen der Kristalle nichts weiter als ein Gefängnis. Ein Gefängnis, in dem Valeas seit seiner Geburt leidet. Und aus dem sich zu befreien alles andere als einfach ist. Wenn die Welt sich nicht ändert, wenn wir sie nicht ändern, dann wartet auf ihn das gleiche Schicksal wie auf alle anderen Domini vor ihm. Dann müssen wir sie ändern. Das müssen wir. Und das werden wir. Gute Nacht, Leute. Gute Nacht.